Schönen guten Abend, liebe Zuschauer hier aus dem Studio. Tja, und dann last but not least, schön, dass er hergefunden hat heute Abend, Torwart von Hannover 96. Schönen guten Abend, Jörg Sievers. Hallo. Tja, der Sport, der ist so vielfältig. Ne? Und dann kommen wir zum Thema Fußball, liebe Zuschauer. Und zum Thema Fußball, da sitzt natürlich eine richtig ideale Person neben mir, nämlich ich begrüße herzlich nochmal Jörg Sievers, Torwart Hannover 96 und bester Fußballer des Jahres 1997. Das gibt nochmal Applaus. Was empfindet man dabei, wenn man so eine Auszeichnung bekommt, bester Fußballer des Jahres 1997? Die Auszeichnung haben wir auch hier, ne? Ja, wir haben sie mit. Ich kann sie mal hochnehmen. Ist ein bisschen schwer, ich halte sie mal so hoch. Ja, es ist also schon eine sehr schöne Sache. Die Auszeichnung an sich hat für mich also einen sehr hohen Stellenwert, denn es gibt sehr viele Ehrungen und da wird meistens eben doch nur so das kurzfristige Tagesgeschäft immer beleuchtet. Und bei dieser Ehrung geht es eben doch darum, dass man halt so über einige Jahre gesehen halt schon irgendwo sich vernünftig bewegt haben muss. Und das ist mir offensichtlich gelungen und deswegen bin ich sehr stolz auf diese Auszeichnung. Da du ja so mit zu den älteren Spielern von Hannover 96 gehörst, also bist du irrsinnig lange dabei bei Hannover 96, wie denkst du, ist der Wiederaufstieg der 96er Mannschaft, wie wichtig ist es? Was sind die Ziele so für die Zukunft mit Hannover 96? Wie wird es weitergehen? Prognosen? Gibt es da irgendwas? Ja, nach dem verpassten Aufstieg vor ein paar Wochen ist natürlich erstmal die Stimmung nicht so gut gewesen. Aber wir hatten jetzt Urlaub, konnten das alles richtig schön verarbeiten und jetzt geht es halt von vorn wieder los. Wir wissen, dass Hannover sicherlich im Fußball eine Hochburg eigentlich sein sollte. Und wir müssen sicherlich sehen, dass wir wieder aufsteigen. Es ist sehr schwer aufzusteigen, aber wir haben auch in diesem Jahr wieder eine sehr gute Mannschaft. Ich denke, wir können Meister werden. Es ist nicht so leicht wie im letzten Jahr, aber wir werden es eben versuchen. Die größten Erfolge von Hannover 96, beginnend mit der Meisterschaft von 1938, dann noch in Schwarz-Weiß und irgendwie hölzern wirkt es auch. Dann haben wir das Spiel von 1954. Die Deutsche Wochenschau hat damals berichtet, auch noch in Schwarz-Weiß. Und dann sage und schreibe natürlich das Spiel von 1992, das Pokal-Endspiel, dann schon in Farbe. Und richtig Farbe hat das Spiel bekommen durch Hannover 96, als sie nämlich gegen den Pokalschreck Borussia Mönchengladbach gesiegt haben und den Pott, dieses Riesenteil, mit Hannover gebracht haben und alle waren begeistert. Vielleicht können wir Ihnen jetzt noch ein bisschen Gänsehaut wieder rüberbringen. Mit diesen Szenen, 38, 54, 92, ist keine Telefonnummer, ist jetzt der Rückblick. Schauen wir uns die Matz mal an und danach sprechen wir weiter. Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft zwischen dem Titelverteidiger Schalke 04 und Hannover 96 wurde im Berliner Olympiastadion vor 100.000 Zuschauern ausgetragen. Es gab noch keine Entscheidung. Das Spiel endete trotz Verlängerung 3:3. Hannover in dunkler Kleidung. Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1954. In Hamburg trafen sich der Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern und der norddeutsche Meister Hannover 96. Hannover hat Anstoß und sofort greifen die Norddeutschen an. Vor dem anstürmenden Scotts rettet Hölz. Vier Minuten später ein neuer Kopfball, diesmal von Peetz und 5:1 hat Hannover 96 den 1. FC Kaiserslautern geschlagen. Überglücklich die erfolgreichen Norddeutschen. Zum ersten Mal seit 16 Jahren wurde mit Hannover 96 wieder ein norddeutscher Verein deutscher Fußballmeister. Berlin erlebt heute am 23. Mai 1992 das 14. Pokal-Endspiel. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, heute aus dem Olympiastadion hier in Berlin. Ein ausverkauftes Stadion, 80.000 Zuschauer sind hier in diesem Stadion. Und da ist der Anstoß. Jetzt kommt es, wie schon im Halbfinale, zum Elfmeterschießen.
Als nächster Schütze für Hannover 96 tritt der Däne Schönberg Christensen an. Auf ihm liegt jetzt der ganze Druck. Es ist unglaublich. Hannover 96 nach Verlängerung und dramatischen Elfmeterschießen wird hier in Berlin und nicht unverdient mit einem Sieg über Borussia Mönchengladbach deutscher Fußballpokalsieger 1992. Diese Bilder jetzt zu kommentieren erübrigt sich. Ein großer Augenblick in der Vereinsgeschichte der 96er. Ein großer Augenblick für Carsten Suhrmann, für die Mannschaft und für den Trainer Michael Lorkowski. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus dem Berliner Olympiastadion. Wünschen den Spielern und Michael Lorkowski auch für die Zukunft alles Gute. Der Pokalsieg von 1992, der Pott kam nach Hannover. Tja, und jetzt ist das alles ein bisschen kritisch, hängt alles ein bisschen in der Schwebe. Aber trotz dessen kann man sagen, Hannover 96, die werden es irgendwie auch, wie auch immer, irgendwie wieder packen. Jörg Sievers, nach diesem Pokalsieg von 1992, ne, inwieweit verändert das denn so einen Menschen, so einen Erfolg? Ja, ich habe immer mich bemüht, mich nicht zu verändern. Mhm. Und ich denke, das ist auch letztendlich einer der Gründe, warum ich eben diesen Schuh da in Empfang nehmen durfte. Es ist sicherlich manchmal nicht so ganz einfach, weil es ändert sich schon. Mhm. Man kann halt nicht mehr durch die Stadt gehen, ohne angesprochen zu werden. Mhm. Und das muss man sicherlich auch erstmal verarbeiten. Aber es ist mir recht leicht gefallen und ich denke, ich habe es auch ganz gut hinbekommen. Mhm. 96 hat ja nach diesem Pokalsieg auch große Probleme gehabt. Wie sieht's denn, oder beziehungsweise wie siehst du denn als Profifußballer, hat dich das denn irgendwie auch besonders getroffen, die Probleme, die Hannover 96 auch so hatte? Also seitdem ich hier bin, das sind mittlerweile 8 Jahre, gibt es eigentlich nur Probleme. Ich bin gekommen, da gab es keinen Vorstand, keinen Trainer. Wir hatten zum Saisonstart, also zum Trainingsstart, glaube ich, 11 Spieler unter Vertrag. Also von daher bin ich einiges gewohnt. Sicherlich wäre es mal schön, wenn man irgendwann auch mal sagen könnte, wir schaffen es mal über einen längeren Zeitraum, dass man wirklich Ruhe im Verein ist und dass der Verein noch richtig seriös arbeitet. Mhm. Pokalspiel, das ist die letzte Frage, im August gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Ja, das ist sehen wir da sowas das ist wieder? Zwar ohne Pokal, aber immerhin, zumindest ein Sieg oder was kann man so sagen? 96er Chancen? Ja, sicher, im Pokal ist ja immer alles möglich und wir sind nun mal mittlerweile die ganz Kleinen. Die Gladbacher sind weiterhin die ganz Großen. Von daher haben wir sicherlich die Möglichkeit, es wird natürlich schwer und wir müssen das Spiel nicht gewinnen. Aber ich denke, für Hannover insgesamt ist es sicherlich auch schön, wenn man halt so ein Spiel mal sehen kann. Das Stadion wird sicherlich wieder gut gefüllt sein und wir werden dann letztendlich eben versuchen, das Unmögliche wahrzumachen. Wollen wir es hoffen. Ich möchte mich in diesem Sinne bedanken, angefangen bei Udo Körber, Detlef Zinke und Jörg Sievers. Für die Zukunft alles Gute. Wir drücken natürlich als Hannoveraner natürlich auch die Daumen, ganz klar. Schönen Dank an den Gästen, die heute Abend alle hier so zusammen dabei waren. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz noch mal eine Frage ins Publikum stellen. Hatte von euch irgendjemand noch eine Frage betreffend hier der Runde? Jetzt wäre noch die Möglichkeit, an Jörg Sievers eine Frage zu stellen. Dort sehe ich jemanden, der eine Frage stellen möchte. Mich würde interessieren, wie Sie persönlich mit der Situation umgehen, wenn Sie mal ein wichtiges Spiel verloren haben, nicht gewonnen haben, wie wir es hier gesehen haben, sondern wenn ein ganz wichtiges Spiel, zum Beispiel um den Aufstieg, verloren gegangen ist. Wie gehen Sie damit um? Ja, es ist sicherlich generell nicht einfach, wenn man halt verliert, damit umzugehen. Nur man muss halt lernen, damit umzugehen. Und es ist halt so, die ersten 2-3 Tage bin ich halt relativ angefressen, sage ich mal. Und meine Laune ist nicht die beste, aber spätestens nach 3 Tagen ist es dann auch wieder vorbei. Und ich denke, es muss auch so sein, dann man hat am Wochenende wieder das nächste Spiel. Und wenn man sich dann immer noch mit den Altlasten befasst, dann kann man sicherlich nicht seine Leistung bringen. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, wieder ganz normal mit Hannover TV, das Magazin, mit anderen Beiträgen. Das war also, wie gesagt, das Special zum Thema Sport in Hannover und der Entwicklung. Machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.